Hallo liebe Weltmusikfreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind Beate Gatscher und Gerd Anklam und wir sind hier wieder in unserer Klangwerkstatt. Genau, es geht um unsere nächste Performance, die in unserem digitalen Teppich präsentiert wird, mit einem wunderbaren Musiker, und zwar Matthias Frey aus Süddeutschland. Wir haben Matthias vor vielen Jahren auf Gomera kennengelernt, als wir dort in der gleichen Location, im gleichen Club von einem Freund gespielt haben. Und seit der Zeit sind wir in einem engen Kontakt, haben auch bei ihm in der Konzertreihe schon gespielt und finden seine Musik ganz großartig, erinnern uns an eine wunderbare CD, Silk Road, die lief jahrelang bei uns im Auto. Matthias ist ausgebildeter Pianist, hat sich aber durch Reisen mit Hilfe des Goethe-Institutes, konnte er weltweit touren, sich mit der Musik anderer Kulturen beschäftigt und ähnlich wie wir natürlich auch Interesse und Neugierde auf diese anderen Kulturen gehabt, um Inspiration wieder für eigene Projekte zu entwickeln. Und das hat er jetzt mit seinem neuen Projekt getan, was wir vorstellen. Genau, Matthias hat ein großes Interesse an der arabischen Musik, also macht sehr viele Projekte mit orientalischen Musikern zusammen. Und aktuell gibt es ein wunderbares Trio, was er für uns vorstellen möchte. Und aufgrund der aktuellen Situation können die drei natürlich nicht zusammen spielen. So haben wir uns entschieden, jeden Musiker ein kleines Porträt selber einspielen zu lassen. Das Projekt heißt Heart, Ear, Art. Also Herz, Ohr und Kunst. Also Kunst, die man mit dem Herzen und den Ohren wahrnehmen kann. Und ein wichtiger Musiker der orientalischen Kultur ist Ragit William. Der kommt aus dem Irak, hat dort Musikwissenschaften studiert und dann später ist er nach Deutschland gekommen, um europäische Klassik zu lernen. Aber seine Musik trägt er auf der arabischen Flöte Ney vor, beziehungsweise auf der armenischen Duduk. Genau, die habe ich sogar hier gerade. Ney kann ich leider nicht spielen. Eine wunderbare, sehr, sehr alte Flöte, die im arabischen Raum gespielt wird. Die Duduk kommt aus Armenien, ein Doppelrohrblattinstrument mit einem relativ kleinen Tonumfang, aber einem wunderschönen Ton, der sehr der menschlichen Stimme ähnelt. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was die beiden zusammen machen. Es gibt aber noch einen dritten Musiker im Bunde, das ist der Christopher Hermann. Das ist ein klassischer Cellist, der sich aber auch mit der Musik fremder Kulturen und mit dem Jazz beschäftigt hat. Und sein Spektrum reicht von barockem Cello bis zum elektronischen Cello. Und er bringt seine Klangsprache in dieses Trio mit ein. Genau. Ja, und jeder wird von den dreien ein kleines eigenes Porträt einspielen und am Ende gibt es eine gemeinsame Aufnahme, die vor dieser Zeit entstanden ist, um die wunderbare neue CD der drei vorzustellen. Ich glaube, das wird auch ein ganz spezieller Konzertabend, Nachmittag, und schaltet bitte wieder ein am 6. Mai um 18 Uhr auf unserer Webseite, die hier oben eingeblendet wird, und freut euch mit uns auf das Trio von Matthias Frey. Dankeschön. Heart, Art. Heart, Ear, Art. Heart, Ear, Art. Beate sagt's. Bis dahin. Tschüss.